Genau. Hatte ich in der Umgebung weitere Hinweise für. Ich bin in den Schwarzauen eingetroffen. Tuatano hatte viel über die Gefahren dieses Ortes erzählt, der vor Tieren und Gesetzlosen nur so wimmeln scheint. So zu wimmeln scheint. Das Absuchen der Straße könnte zu einem Hinweis auf das Schicksal des Wagens oder sogar der Lieferung selbst führen. In den Schwarzauen habe ich einen umgestürzten Karren gefunden. Es könnte sich um den Wagen handeln, den Tuatano erwähnte. Von diesem hier aber wurden sämtliche Güter entfernt. Vielleicht kann ich in der Umgebung weitere Hinweise finden. Ja, hier ist halt das Lager. Das wird wahrscheinlich sogar das Lager von denen sein. Gut, das heißt, hat sich was geändert? Nein. Das Flehen einer Mutter, begrabene Geheimnisse, das müssen wir auch bei Gelegenheit machen. Aber jetzt gucken wir uns erst einmal direkt hier im Norden um, ob die Räuber vielleicht ganz in der Nähe ihr Lager haben. Also ganz in der Nähe von der Eingangsstraße. Oder ob wir hier nur wieder auf Trolle stoßen. Genau die da. Okay. Mehrere Trolle sind nicht so gut. Jagdbeute. Du machst das. Du machst eine Rüstung des Schutzes. Und du bewirfst ihn da vorne gleich mal. So. Gleich nochmal. Ah, du versuchst den nochmal umzuwerfen. Und du versuchst einen von denen zu verletzen. How may I help? I shall deal with this one. So. Gut. Machen alle was? Ja. Dann versuchst du den halt nochmal zu verletzen. Der Hund versucht, mein Wolf besser gesagt, versucht sie mal zu umgehen, dass er nicht gleich wieder umfällt. So. Sie ist eigentlich noch ganz frisch aus. Also Ether sieht noch ganz okay aus. Ja, und eigentlich sollte ich das hier machen. So. Okay, der Kampf war okay. Trollhäute können weg. Weil hier haben wir auch noch einen Weg. Oh. Genau, Räuber. Und zwar nicht gerade wenige. How may I help? Da sollten wir auf jeden Fall. Erzeugt eine göttliche Kunst, Macht und Entschlossenheit. Ja, machen wir mal das. Und du eine Verletzung auf Silber. Okay. Plünderer, Eder, Gesetzloser. How may I help? Machst du mal hier alle benommen? Du ziehst dich ein Stück zurück und wechselst deine. Oh, du machst das mal an. Okay, Wolf ist gefallen. Bereits aktiv. Okay. Du heißt dich mal. Okay, das sieht nicht so toll aus. Du versuchst mal irgendwen umzuwerfen. What?
Du bist nicht mehr ganz so gesund, das ist nicht so gut. Na, hilfst du mal damit. Du kümmerst dich um den da. Au. Okay, du bist bewusstlos nur. Hey. Du versuchst ihn nochmal zu heilen, während du mal versuchst, einen der Banditen loszuwerden. Okay. Das ist nicht so gut. Au. Gut, wir haben einen Quicksave gemacht. Gut zu wissen, dass da die Räuber sind. Ach, jetzt müssen wir auch noch mal die... Ja, jetzt müssen wir noch mal die Trolle ausschalten. What? Hi? Ja. Und ich glaube, für die Trolle zum Ausschalten verschwende ich jetzt mal keine Zauber. What? Hey. What? Sondern versuch's einfach... Hey. Hey. ...auf die altbewährte Art. Hi? So, der eine ist schon mal verletzt. Okay, das hat mein Wolf umgehauen. Das ist nicht so gut. Kann mal einer den da binden? Ja. Du schießt mal auf den da. Du schießt auf den. Du wirst da, um die beiden benommen zu machen. Sehr wohl. Okay, sieht alles gut aus. Konzentriert auf euch einen. Je schneller wir nämlich den da down kriegen, umso besser. Okay, der ist weg. Und den kriegen wir auch noch weg. Hauen wir mal um, dann macht er nicht mehr so viel Schaden. So, fast. Fertig. So, zwei Trolle heute diesmal nur. Und die Gruppe. So. Jetzt vorsichtig vorantasten. Okay, die hören uns. Keine üble Beute heute. Augen auf die Straßen will. Ich würde zu gerne die neuen Klingen einweihen. Okay. Sie haben mich entdeckt. Ja. Du machst mal auf die Banditenanführer. Hi. Du betäubst den. What? Du versuchst uns mal mit einer heiligen Rüstung zu buffen. So. Yes. Du wirfst noch eine Betäubung da rein. Hm. Und mein Hund ist schon umgefallen. Das ist nicht so toll. Yes, of course. Okay, einer ist weg. Jetzt gucken wir, dass wir den Banditenanführer loswerden. Den lanzen wir am besten mal. Und du... Du hebst dir das zum Heilen auf. Der ist markiert. Dann tun wir ihn auch mal wegmachen. So. Okay, mein Magier ist umgefallen. Nicht so gut. Hey, what?
war. Okay. Zwei Plünderer sind weg. Ich könnte mal einen umschmeißen, merke ich gerade. Wenn das klappen würde. Gut. Automatische Pause, niedrige Gesundheit bei ihm. Ist nicht so toll. Naja, wir müssen bald rasten. What? Du kannst ihn aber schon mal hochheilen. Okay, die niedrige Gesundheit sieht gar nicht gut aus. Ja. What? Hey. Vor allem dieser Gesetzlose da, der macht ihn, setzt ihm ganz schön alright, zu. Then. Du ziehst dich mal etwas zurück, würde ich sagen. Solche Gesetzlosen, solche hasse ich. Die können sich nämlich regenerieren, habe ich festgestellt. Das ist so nicht zu schaffen, würde ich sagen. Ich glaube, ich muss noch vor dem Kampf rasten. Und dann mal hoffen, dass ich in ihrem Lager Zeug finde. Oh, noch eine Trollhaut. Okay. Gut. Wir sind alle wieder fit. Dann versuchen wir mal, vielleicht kommt der da raus. And what does the flame reveal? Und wir können wenigstens ihn ausschalten, bevor der Rest uns sieht. Aber nee. Na doch, er kommt alleine und ist tot. Wir kriegen sein Geld. Und das, was er sonst noch so hat. Ja, right. Okay. Gut, ich glaube, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Gesetzlosen da. How may I help? So, du machst Lava on the hey. Den kaputt. Und eine Schutzrüstung. Weil mein Hund, der ist gleich wieder tot. So, nochmal auf den Gesetzlosen. Der nicht fallen will. Das ist nervig. Das ist echt nervig. So, eine Heilung. Okay, der Gesetzlose hat's auf jetzt auf meinen Druiden abgesehen. So, jetzt ist er wenigstens weg. Hey. Du heil dich mal hoch. Du mach eine bessere Heilung auf ihn. Und du versuch irgendwen umzubringen. So. Klappt doch schon mal ganz anders. Right. Mhm.